So, komm her. Ich bin mal überlegen, ob ich überhaupt eines von der Starter trainiere. Und wie gesagt, da ist das Tyrannokrok. Weiß mir ist was eingefallen, welches Pokémon ich stattdessen nehmen kann, anstatt das Iglava als Feuer-Pokémon. Hey, ja, eine dunkle Aura, das ist ein Tyrannokrok. Das, was ich mir holen möchte. So, bis Tyrannokrok. Psyana, du erledigst mal das andere Pokémon. Und tschüss. Watz. Game over. Und wen schickst du jetzt rein? Ein Spoink! 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 Ey! Gut, das hat eher wenig Schaden gemacht. Den Surfer. Zum Gruße. Okay, der macht wenig Schaden, weil Tyrannokrok eher mehr angriffmäßig ausgelegt ist. Gut, wen nehme ich? Oder was nehme ich? Versuche das jetzt. Wie machen wir das am besten? Ne, ich mache das jetzt so. Zack. Und rechte Hand. Ich möchte mal gucken, ob jetzt noch Tara das Boing jetzt one-hitten kann. Anstatt dass wir dann zwei Züge brauchen. Volltreffer. Okay, das ist ein One-Hit. Tut mir leid, Boing. Gut. Es bleibt nur noch dein Krypto übrig. Kryptoschlag. Kryptoschlag ist in diesem Spiel nicht so effektiv wie bei den anderen Spielen. Also in den alten Spielen, wollte schon sagen, in Pokémon Kolosseum ist es nur so ausgelegt, dass die Attacke eine hohe Volltrefferrate hat und Rückstoß verursacht, wie ihr gesehen habt. Und es gibt nur den Kryptoschlag. Nichts weiter. In Pokémon XD haben sie es ein bisschen mehr abgeändert, wie man es nennen will. Da ist nämlich die Attacke auf jedes Pokémon sehr effektiv. So. Da ich jetzt mit dem Schaden nicht übertreiben will, mache jetzt noch Tara erstmal weiter hier mit Biss. Grimasse. Ja, mach uns langsamer. Initiative sinkt stark. Gut, du machst nochmal Biss. Und wir werfen einen Superball. Obwohl hier ein Netzball effektiver gewesen wäre. Komm her! Ich krall ich mir. Dass der Trainer da einfach zusieht. Wie das Pokémon gekrallt wird. Tyrannokrok wurde gefangen. Du hast den Kampf verloren, weil ich dein Pokémon mir genommen habe. So, und jetzt verschwinde Power Ranger. Meine Fresse. Gut, dann gehen wir mal dahin. Baustelle. Oh. Ich dachte, wir kommen jetzt erst zu einem anderen Ort. Aber okay, gehen wir erstmal zur Baustelle. Oh ja, dieses Gebäude kennen wir auch aus Pokémon XD. Meine Güte, ich sollte nicht so viel von Pokémon XD hier labern. Huhuhu. Aber rein dürfen wir nicht, wa? Nö. Schade, schade. Da oben stehen Dixies. Ich glaub's nicht. Dixie! Hallo? Aha. Gut, passend, kommen wir hier durch. Gut. Hier war nichts Aufregendes. Gut, jetzt können wir hier aber hin. Wir müssen einfach nur mal einen Zwischenstopp, weil wir den so sehen, so beim Vorbeifahren. Oh, da kriegt man immer Lust mitzuschnipsen. Dün, 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 dün. Bleib locker.
Ach ja. Der Typ macht ja nur seine Arbeit. Das habe ich mir auch gedacht. So. Hallo du. Ach, nö, schon gut. So, wo gehen wir hin? Wir gehen an das Gebäude. Oh, was ein Trottel. Aha. Du bist ja so ein Trottel, ganz ehrlich. Wer hat dich eingestellt? Ganz ehrlich. Ihr seid die Polizei und Jonas sagt, wir sollen die Stadt verlassen. Ey! Was sucht ihr denn hier? Habt ihr euch jetzt selber eingebuchtet, ich glaub, sagt. Tür ist verschlossen. Nein, ich habe kein Item, um diese Tür zu öffnen. Und hier befindet sich der PC. Dem können wir mal speichern. Das habe ich mich bisher noch gar nicht getan. Das Spiel wurde gespeichert. So. Dun, dun, dun. Okay, welches Gebäude oder wo gehen wir als nächstes hin? Da unten, das brauchen wir gar nicht reingehen. Das ist die Wahrsagerin. Die hilft uns, wenn wir im Spiel nicht mehr weiterkommen sollten, glaube ich. Okay, hallo. Ja, okay. Gehen wir wieder. So, wo können wir noch was machen? Shop, also Items haben wir noch genug. Aber wir gehen mal hier rein. Hallo. Gut, können wir mal machen. Darf niemand vorbei lassen. Wie war das? Du darfst niemand vorbei lassen, ich gehe einfach mal vorbei. Oh mein Gott, Kinderarbeit. Das Versteck der Kinderarbeiter. Gut. Gehen wir mal zu dem Kolosseum, was sie da haben. Hö? Eine Antwort ist auch eine Antwort. Was geht hier nur vor in dieser Stadt? Slam. Na gut. Lassen wir die Sache mal auf sich beruhen. Gut, wir gehen jetzt mal. Hä? Okay. Ich denke mal, ihr wollt alle kämpfen, kann das sein? Gut, dann lasst uns kämpfen. Oh, ich habe die Musik so vermisst hier aus dem Spiel. Noctu und Ladybar. Und dagegen schicken wir rein Nachtara und Siana mal wieder. Wir haben nämlich mal uns die Mühe gemacht, irgendwie Turakok oder so nach vorne zu setzen. Und Ladybar Krypto, hä? Ne, Noctu. Cool. Jetzt machen wir das so und finishen Ladybar. Ich glaube, es reicht nicht aus, Ladybar hat hohe Spez Defense. Sag ich ja. Okay. Noctu fliegt in den Himmel empor. Bodyguard. Ja, du hockst da so schön in. Hä? Jetzt hat er eben gerade noch in der Luft gesessen. So, und ich glaube, ich erzeuge erstmal einen Reflektor. Gut.
Mach du mal deinen Fliegen da oben. Sei ich doch, Reflektor. Als höhere Verteidigung. Zack. Ach, Kacke. Beide sind spezialdefensiv sehr stark. Und Tackle geht daneben mit 95 Genauigkeit. Gut, machen wir Ladybug kurz kalt. Konfusion. Oh, ich greife mal Nocturne mit Konfusion. Das müsste ein bisschen mehr Schaden machen. Mats, aber auch nicht viel. Du hast echt viel Spitzdefensive, muss ich sagen. Und Mats, sag ich doch, Spezialdefensive ist hoch. Aber die normale ist nicht vorhanden. Und ich muss mich unbedingt heilen. Ein Wingull. Ein Wingull, wie man es aussprechen will. Ich benutze jetzt nach Taras Zug, um... Haben wir vielleicht normale Tränke einfach nur? Ja, wir haben ein gutes Inventar. Und Impagata würde schon sagen, Tyrakok trägt wahrscheinlich ein Zauberwasser. Konfusion! What? Ah, verdammt, hat es gerade so überlebt. Setzt Fliegen ein. Och, das hat ja mal süßen Schaden gemacht. Windstoß. How cute. Ach, Natara. Lass dich nicht unterkriegen. Ist doch nur ein Wingull. Biss und Konfusion Noctu. Komm, ich will dich nur in den gelben Bereich springen. Das reicht mir schon aus. Das machst du auch, Reflektor. Toll. Aquaknarre. Spuck mich nicht an, du Mistvieh. Komm, Natara, mach's jetzt fertig. Danke. Puh. Bodyguard lässt nach. Okay, wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Items. Obwohl, nein. Ich mach's umgekehrt. Natara, du machst Biss. Psyana, deinen Zug nutze ich, um einen Superball zu werfen. So, starten wir die Krallballmaschine. Ich krallisch. Komm her. Verdammt. Kryptoschlag. Autsch. Gut. Ich glaube, danach sollte ich aber erst den Kryptoschlag den Angriff weitestgehend vermeiden, weil der Kryptoschlag ja Rückstoßschaden macht. Okay. Jetzt benutze ich Naktara zum Pokéball werfen und Psyana zum Reflektor wieder aufbauen. Gut. Eimer und Reflektor. Komm her. So, jetzt bleibst du aber drinnen. Ach, du Drecksvieh. Genau, mach schön mal wieder den Reflektor. Moment. Verhöhner. Ich zwing dich jetzt zum Angriff. Zack. Komm jetzt her. Kann ja nicht wahr sein, dass du hier nicht drin bleibst. Ja genau, mach dir selber Schaden. Autsch. Wie stelle ich mich bei diesem Noctu echt an? Gut. Gut, dass du hereingefallen bist. Einmal. Und ich benutze doch lieber nochmal einen Trank auf.